Na, war der Aufstieg anstrengend? Nun darfst du dir ein schattiges Plätzchen suchen und etwas über das Wahrzeichen dieses Dorfes, die Michelsberger Burg, erfahren. Erstmals wurde diese Burg im 11. Jahrhundert erwähnt. Sie ist die älteste Basilika Siebenbürgens und die einzige im romanischen Stil. So wie du sie jetzt siehst, steht sie schon seit ihrer Erbauung. Während der Tatareneinfälle vor 500 Jahren gab es einige minimale Veränderungen. Wegen ihrer Einzigartigkeit war sie schon immer sehr begehrt. Sie war ursprünglich im Besitz der Hermannstädter Propstei, aber wurde dann in einem Tausch König Andreas übergeben. Dieser schenkte sie Magister Gozzelinus, der sie wiederum der Kerzer Zisterzienserabtei überreichte. Stell dir mal vor, der Bergkegel wäre nicht mit Wald bedeckt, wie es jetzt der Fall ist. Früher wären hohe Bäume ein Nachteil bei der Verteidigung der Festung gewesen. Der Berg war also kahl, um potenzielle Feinde zu bemerken und diese davon abzuhalten, in die Burg einzudringen. Man brachte Steinkugeln, die man von der Burg aus hinunterrollte, um die Eindringlinge abzuwimmeln. Diese Steinkugeln musste man auch wieder hinaufrollen. So wurde folgender Brauch eingeführt. Jedermann, der heiraten wollte, musste einen Stein hochrollen, um zu beweisen, dass er fähig ist, eine Ehe einzugehen. Bestimmt hast du dich gefragt, wie man diesen Ort noch nutzt. Hier ein Beispiel. Vor einigen Jahren gab es das Projekt Sunset Castle. Bei diesem Programm wurde die Burg an verschiedenen Abenden in verschiedenen Farben beleuchtet. Die wunderbare Akustik wurde auch ausgenutzt. Jazzsängerinnen verzauberten die Gäste. Genieße nun die besondere Atmosphäre, die hier herrscht.